Hey, schön dich wiederzusehen. Vielleicht bist du hier, weil du gesehen hast, wie ich das Video auf Instagram angeteasert habe, was jetzt hier kommt. Vielleicht bist du zufällig hier. Ich will dir jetzt die Geschichte erzählen, wie ich verführt wurde und dir im gleichen Atemzug mitgeben, dass es oft bei Frauen so ist, dass du einfach nur nichts falsch machen solltest und dann findet auch Sex statt, findet auch mehr statt und was da die größten Probleme sind. Also natürlich hat diese Verführung nicht komplett von ihrer Seite aus stattgefunden. Ich habe das auch in die richtige Richtung dann geführt. Das gehört dazu und das erkläre ich dir auch gleich. Aber wenn eine Frau Interesse an dir hat und das wird dir, ganz egal wer du bist, auch passieren, dann gibt es nicht mehr viel, was du falsch machen kannst und ich erkläre dir jetzt in diesem Video, wie genau das funktioniert und wie du das Ganze für dich nutzt. Wenn du mehr über diese ganze Thematik lernen willst, wenn du auch mehr Erfolg mit Frauen haben willst, wenn du Frauen innerhalb kürzester Zeit verführen möchtest oder zum Beispiel eine glückliche Beziehung willst, kannst du dich für ein Live-Coaching bei mir bewerben. Erster Link in der Beschreibung, kannst du dir das Ganze mal anschauen. Und ich habe es eben erwähnt, wenn du das vielleicht auf Instagram gesehen hast, wenn nicht, dann folge auch gerne meinem Instagram-Account, ist der zweite Link in der Beschreibung. Da poste ich immer Stories, Bilder aus meinem Alltag mit Frauen, aus meinem sonstigen Alltag, was ich so mache. Und das ist für dich auf jeden Fall interessant, weil du dann siehst, wie lebe ich als Mann, der Erfolg mit Frauen hat. Was sind so meine täglichen Routinen? Dann nehme ich dich auf jeden Fall mit. Jetzt aber zur Story und was du hier übrigens im Hintergrund hörst. Ich bin mal kurz leise. Ich hoffe, das Mikrofon nimmt das auf. Ist eine Playlist, die ich super gerne spiele nach dem Sex. Nämlich Ludovico Einaudi, das ist ein Klavierspieler, der hat den Titelsong zu Ziemlich beste Freundin gemacht, hat aber auch ansonsten sehr tolle Musik und wo ich auch sonst nicht so der große Kulturfan bin, was solche Sachen angeht, finde ich das sehr schön und spiele sowas immer gerne nach dem Sex, um die Stimmung so ein bisschen in einen entspannteren Moment zu bringen. Das genieße ich einfach sehr. Kann ich dir nur empfehlen. Also, die Story. Wir waren beim Hypnosemaster. Ich bin momentan beim Hypnosemaster und dann waren wir sind immer im Draußenbereich, weil wir so ein paar Übungen bekommen, die wir dann machen sollen. Dann bin ich mit meinem Übungspartner, mit Tom, rausgegangen und wir haben uns auf so grüne Liegen gesetzt. So, und dann war ich mitten in der Hypnose, also Tom hat mich hypnotisiert und ich lieg da einfach und Tom erzählt mir irgendwas. Und dann höre ich so, wie so drei Mädels sich so neben uns setzen und auf Französisch sprechen. Und das hat erstmal ein bisschen herausgefordert, weil ich natürlich in der Hypnose war und nicht abgelenkt worden oder nicht abgelenkt, wollte nicht abgelenkt werden, wurde dann aber zwangsläufig abgelenkt. Und dann lag ich halt da, bin aus der Hypnose zurückgekommen und dann hat tatsächlich das Mädel, ich nenne sie jetzt einfach mal Maria, hat einfach das Mädel tatsächlich das Gespräch eröffnet und gesagt so, hey guys, what are you doing there? Also was macht ihr da überhaupt? Und ich habe das schon oft erwähnt, weil immer wieder Leute, also es kommen immer wieder Leute zu mir und heulen mir die Ohren zu von wegen, oh Tim, das ist so unfair, ich möchte von Frauen angesprochen werden oder ich werde nie von Frauen angesprochen. Und dazu kann ich dir sagen, ich als, sage ich jetzt mal, Mann, der einfach nicht schlecht aussieht, wurde in meinem Leben jetzt mit diesem Mal einbezogen, zweimal von einer Frau erst kontaktiert. Zweimal hat eine Frau das Gespräch eröffnet. Einmal war ich im Club und habe Infields gefilmt, habe mit der nicht sprechen können und einmal eben jetzt. So, das ist mir zweimal passiert und ich habe sicherlich über 3000 Frauen von mir aus angesprochen. Also wenn du da an der Stelle rumrollen möchtest, dann schau dir diese Daten einmal an und ja, das passiert auch mir nicht. Ja? Und ich sehe relativ gut aus, könnte man sagen. Also, sie spricht mich also an und oder sie spricht uns quasi an und sagt, hey Geist, was macht ihr da eigentlich? Und habe ich ihr erklärt, wir machen Hypnose und bin dann halt direkt in den Flirt eingestiegen. Und da hat sie sehr schnell sehr gut mitgemacht. Daran erkennst du halt Frauen, die erstmal ein großes Grundinteresse an dir haben, nämlich daran, dass sie relativ schnell einfach in deinen Flirt einsteigen. Das heißt, wenn du sie so ein bisschen neckst, dann reagieren sie zum Beispiel, indem sie so ein bisschen blushen, so, das hat sie sehr stark gemacht, oder indem sie mitspielen und auch in das Genecke einsteigen. Ja, wenn Frauen das nicht machen, ist das ein relativ klares Zeichen, so groß ist das Interesse in diesem Moment noch nicht. Und dann mussten wir aber relativ fix wieder rein, weil wir auch weitermachen mussten mit unserem Hypnosekram da. Und dann, witzigerweise hatte die Frau dann zu mir gesagt,
Was hatte sie denn gesagt? Nein, ich hatte sie gefragt, okay, what are you guys up to tonight? Also ich habe sie gefragt, was macht ihr heute Abend? Das ist eine wichtige Sache, wenn es um schnelle Verfügung geht, nämlich dass du Logistik klärst. Das heißt, was machen die jetzt und den Rest des Tages und vor allem, wann fahren die wieder, wenn es sich um Touristen handelt? Das war also meine erste Frage. Ich habe sie gefragt, wann fahrt ihr denn? Sie meinte, morgen früh. Und dann habe ich sie gefragt, weil das natürlich der einzig logische Zeitpunkt war, was macht ihr heute Abend? Und sie meinte so, ich weiß nicht. Was macht ihr denn? Hat sie dann gesagt. Und das ist wieder ein klares Zeichen so. Oder ich glaube, sie hat sogar gesagt, ich weiß nicht, das müsst ihr entscheiden. Ich glaube, das hat sie sogar gesagt. Sie war sehr offensiv im Flirten die ganze Zeit. Da komme ich gleich noch genauer drauf. Und da habe ich halt sehr schnell erkannt, okay, das Interesse ist sehr, sehr groß, wenn sie so eine Aussage macht. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, mal schauen, vielleicht machen wir was zusammen, lass erstmal Nummern tauschen. Habe dann mit ihr Nummern getauscht, weil ich halt wieder rein musste. Und habe ihr dann auf dem Weg wieder rein, habe ich ihr geschrieben, so, Sweet Girl und so ein Smiley. Ich blende dir den Chat hier auch oben mal ein, der ist nämlich ganz witzig. Also ich schreibe ihr so Sweet Girl und dann Smiley und dann hat sie mir geschrieben, oh, stop it and come back. So, also da hat man auch wieder gemerkt an der Art, wie sie schreibt, wie hoch die Anziehung tatsächlich mir gegenüber war. Und du wirst viele Male in deinem Leben an Punkte kommen, wo Frauen einfach du gefällst Frauen. Und an diesen Stellen musst du nichts mehr machen, außer nur keine Scheiße zu bauen und das Ganze zu führen. Und dann hat sie ja geschrieben, ja, yeah, come back. Und dann habe ich geschrieben, you wish. Also im Sinne von, das hättest du wohl gerne. Ja, und das ist auch so eine Sache. Spiel aber trotzdem noch ein bisschen das Spiel. Ja, sie hat Anziehung, sie hat großes Interesse, aber ich bin dann nicht gleich so, ja, ich komme sofort zurück und schmeiße jetzt meinen Hypnosekurs weg, weil ich will jetzt bei dir sein, sondern ich bin so, ja, du hättest gerne, wenn ich jetzt, dass ich jetzt wiederkomme. Ne? Ja, und dann hat sie geschrieben, shush, also shut up. Und ja, eine ziemlich lustige Textkommunikation, die wir da allgemein hatten. Dann habe ich ihr geschrieben, so, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren, so, was hast du bloß gemacht? Und sie so, ich habe doch gar nichts gemacht. Und dann hatten wir halt die nächste Übung und wir waren halt immer draußen, weil es der sonnige war. Dann bin ich rausgegangen, habe ganz entspannt die Übung gemacht. Also hat die Übung mit meiner Partnerin gemacht, habe ab und zu mal rüber geguckt und wir haben uns ein bisschen angelächelt. Bin dann aber auch erst wirklich am Ende der Übung, als die Übung komplett fertig war, rüber zu ihr. Und das ist auch so eine Sache. Lass nicht alles stehen und liegen, nur weil eine Frau jetzt mal, weil du merkst, die Frau mag dich. Lass jetzt nicht alles stehen und liegen. Cutte jetzt nicht all deine Freundschaften, all deine sonstigen Hobbys und deine Karriere und was du dich sonst kümmerst, nur um jetzt mehr Zeit mit der Frau zu verbringen. Das ist der schnellste Weg, wie du dich super krass unattraktiv machst. Und dann bin ich halt rüber zu ihr, nachdem wir fertig waren und habe einfach, also ich hatte ja gemerkt, dass sie relativ offensiv war. Und dann habe ich gesagt, los, beug dich mal nach vorne. Und dann habe ich angefangen, sie einfach so zu massieren. So, wir hatten davor halt 5 Minuten miteinander gequatscht. Und wenn du sowas machst, wenn du körperlich wirst, wenn du Frauen einfach spontan massierst, was du nach ein paar Minuten machen kannst, es ist wichtig, dass du auf gewisse Art und Weise auch da dominant auftrittst. Ja, ich habe ihr gesagt, los, beug dich mal vor und habe sie einfach massiert. Ja, nicht danach fragen. Nicht fragen, darf ich dich massieren? Mach's halt einfach. Ja, sei dominant, sag, beug dich mal vor und du erkennst auch, inwiefern die Frau bereit ist für diesen Schritt. Weil, wenn sie nicht bereit ist für diesen Schritt, dann macht sie es halt auch nicht. Außer sie ist eine Frau, die sich nicht abgrenzen kann. Dann solltest du weglaufen. Also, wie gesagt, normalerweise macht sie es dann einfach nicht, wenn du dominant etwas sagst, wenn du einen Befehl gibst, im Imperativ sprichst, habe ich letztens schon mal gesagt. In meinem dominanten Modus spreche ich sehr viel im Imperativ, in der Befehlsform. Und wenn du das machst, dann mach es halt auch komplett, mach es auch ganz. Sprich in der Befehlsform, mach nicht dieses, ja, vielleicht darf ich, sondern sei so, beug dich vor, jetzt, beug dich nach vorne, zieh dich aus, komm her. Imperativ, Befehlsform. Und ich habe sie also massiert und es hat ihr gefallen und dann haben wir uns angefangen, ein bisschen zu streicheln und ich habe voll den Ständer bekommen und dann habe ich sie so ein bisschen rangezogen, habe sie das ein bisschen spüren lassen. Auch so eine Sache, lass die Frau spüren, dass du sie geil findest, dass du scharf auf sie bist. Das ist positiv. Ja, dann merkt sie, hey, das ist ein Mann, der mit seiner Sexualität umgehen kann. Wenn du da den mega Schambolzen spielst, so, oh nein, jetzt schäme ich mich, ich habe einen Steifen bekommen. Naja, gut, dann weiß sie halt, dass deine sexuelle Erfahrung jetzt nicht mega groß ist und das ist jetzt nicht unbedingt eine super antörnende Sache. Vor allem, wenn sie auf relativ schnellen, entspannten Sex aus ist. Und dann habe ich sie einfach wieder stehen lassen da, weil ich wieder zurück musste in den Meditationsraum und ich war ganz entspannt so. Und dann kam die Mittagspause und dann war sie so, oh, wann kommst du wieder, wann kommst du zurück? Und da habe ich halt gemerkt, okay, jetzt muss ich nichts mehr tun, außer mich zurückzulehnen und das Ganze nur noch
vom Ort her einzufädeln. Und dann sind wir in die Mittagspause gegangen. Ich so, ja, wir gehen in die Mittagspause, vielleicht, wenn du dann noch da bist, komme ich kurz vorbei. Und dann hat sie mir auch während der Mittagspause geschrieben, so, oh, come back already, also wann kommst du endlich wieder? Ich hatte selten eine Frau, die eine so hohe Anziehung hatte. Das war schon krass. Also ich war schon sehr, sehr, die war sehr flirty, die war sehr offensiv. Als ich beim zweiten Mal bei ihr war auf der Bank, wo ich sie massiert habe, hat sie auch angefangen, sich so zu räkeln und so zu streicheln. Und wir hatten super intensiven Blickkontakt. Kann ich dir auch nur empfehlen, wenn sowas passiert, halt intensiven Blickkontakt, zeigt der Frau, ja, ich bin komfortabel mit dem Blickkontakt, ich bin komfortabel mit dieser sexuellen Spannung. Dann habe ich sie halt kurz besucht nach dem Mittagessen und da waren ihre Freunde dabei, die auch super cool drauf waren. Ich habe halt gleich gemerkt, die sind super offen und die meinten schon so, ja, jetzt mach doch endlich rum. Und ich dachte mir so, nö, nö, alles ganz entspannt und habe ihr dann gesagt, ich schreibe dir gleich, wie der restliche Plan des Abends ist. So, und da an der Stelle, ich hätte auch direkt mit ihr in dem, wir waren in so einer Jugendherberge, ist unser Hypnose-Master, ich hätte auch direkt mit ihr vor Ort schlafen können. Ich hätte sagen können, los, komm mit, hätte sie in der Hand nehmen können, ich hätte kein Kondom dabei in dem Moment leider, und hätte einfach mit ihr auf ihr Zimmer gehen können oder mit ihr um die Ecke gehen können oder wo auch immer hin oder aufs Klo und hätte da mit ihr Sex haben können. Sofort, ohne Probleme. Aber ich dachte mir, ich mache erstmal jetzt den Tag entspannt zu Ende und dann kann sie heute Abend zu mir kommen. Und da habe ich ihr geschrieben, pass auf, wir machen das so. Dann und dann bin ich fertig mit dem Hypnosemaster und dann muss ich noch arbeiten und dann kannst du vorbeikommen. Genau, und dann ist sie halt vorbeigekommen und hat tatsächlich auch hier zu Hause bei mir relativ schnell wieder die Initiative ergriffen, ist auf mich draufgestiegen und dann ging das Ganze halt los. War sehr, sehr toller Sex, wo sich auch so ein bisschen diese Dominanz abgewechselt hat. Mal war ich ein bisschen dominanter, mal war sie ein bisschen dominanter. Dann hatten wir schnelleren Sex, dann hatten wir wieder ruhigeren Sex. War ein tolles Zusammenspiel aus so ganz vielen verschiedenen sexuellen Spielarten. Das kann ich dir übrigens auch nur empfehlen. Variier da, fix sie mal richtig hart, dann mach wieder ein bisschen langsamer. Dann zieh sie mal an dich, kuschel einen Moment mit ihr. Dann gibst du es ihr wieder so ein bisschen Dirty Talk, ein bisschen liebevollen Talk. Also mach einfach eine geile Mischung. Und dann badet sie halt in so einer Vielzahl von super, super vielen Emotionen. Und was ich dir eigentlich in diesem Video noch mitteilen wollte, ist, dass du, im Grunde geht es nur darum, nichts falsch zu machen, wenn du merkst, wenn du von einer Frau Interessensindikatoren bekommst. Ja, sie gibt dir irgendwelche Interessensindikatoren, da haben wir schon mal drüber geredet, da habe ich schon einige Videos zu gemacht, kannst du mal eingeben, Signale der Frauen bei YouTube. Und wenn du das bekommst, Interessensindikatoren von ihr, und ich habe halt relativ starke bekommen, dann geht es einfach nur darum, dass du die Logistik schaffst. Dass du einfach selbstbewusst die Logistik schaffst. Dann kannst du davon ausgehen bei diesen Interessensindikatoren, okay, jetzt ist es einfach nur noch an dir, das Date hinzubekommen. Und du musst dann auch nicht mehr ewig warten, du musst dann nicht noch Monate hin und her schreiben, sondern du kannst sagen, cool, du gefällst mir, wann sehen wir uns? Oder cool, du gefällst mir, lass uns gerne morgen Abend das und das machen. Oder cool, du gefällst mir, pass auf, ich schick dir noch einen Plan, was wir heute Abend machen. So, du kannst da auch sehr, sehr, sehr offen kommunizieren. Ja, wir haben mit der Maria, wir haben auch sehr offen kommuniziert, als wir da lagen. Wir haben sehr offen über Sex kommuniziert. Es war uns beiden komplett klar, dass Sex stattfinden wird. Was ich dann aber trotzdem gerne mache, auch wenn ich merke, sie ist vollkommen ready für Sex und ich könnte einfach mit dem Finger schnipsen und wir könnten irgendwo hingehen. Was ich trotzdem auch gerne mache, ist, dass ich so ein bisschen spielerisch mache, dass ich sage, ja, kannst zu mir kommen und ja, wenn du nicht massieren kannst, dann machen wir, fällt uns bestimmt was anderes ein, habe ich hier geschrieben. Und habe ich geschrieben, vielleicht so Schachspielen oder Eis essen. Also natürlich ist uns beiden klar, dass wir Sex haben werden, aber ich halte es immer noch so ein bisschen vage, einfach weil mir das Spaß macht, weil ich diesen spielerischen Aspekt sehr wertschätze und die meisten Frauen eben auch. Das heißt, in dem Moment, wo du Signale von der Frau bekommst, kannst du dich einfach sehr entspannt zurücklehnen, musst der Frau nicht hinterherlaufen, musst dich nicht freuen wie ein Pavian, sondern sei einfach so, cool, du gefällst mir auch. Heute Abend treffen wir uns. Cool, du gefällst mir. Dann und dann treffen wir uns. Ja? Dann ist es einfach nur deine Aufgabe, die nächsten Schritte einzuleiten. Übernimm ordentliche Führung für das Ganze an den Punkt, an den ihr sowieso beide wollt, nämlich miteinander schlafen, Zeit miteinander verbringen, und es ist einfach nur deine Aufgabe, das dahin zu führen. Wie gesagt, wenn du jetzt nicht ganz weißt, was sind denn diese Zeichen, ich habe dir ein paar hier an dieser Stelle genannt. Wenn Frauen von sich aus das Gespräch mit dir eröffnen, wenn Frauen dich viel fragen, wenn Frauen dich berühren ist so ein Riesending. Eine weitere Sache, wenn Frauen sich in deiner Nähe aufhalten, da habe ich auch mit Maria drüber gesprochen, weil ich meinte, du hast dich doch nicht aus Versehen direkt neben uns gesetzt.
Sie so, doch, doch, doch. Und ich so, ah, ich glaube nicht. So, wenn Frauen sich sehr auffällig in deiner Nähe aufhalten, auch wenn woanders Platz ist, kannst du davon ausgehen, dass sie dir die Möglichkeit geben, dass du sie ansprichst. Das ist einfach so ein Zeichen. Wie gesagt, die wenigsten Frauen werden dich selbst ansprechen, deswegen mach da keinen Affen und sei so auf, es wäre aber schön, wenn sie es täten. Sie tun es nicht. Meistens tun sie es nicht. Außer du hast eine sehr offensive Frau, wie jetzt an dieser Stelle die Maria. Wobei ich es auch sehr mag, wenn Frauen nicht so offensiv sind. Ist schön, wenn das so ist. Ich mag das aber auch, wenn die so ein bisschen dieses weibliche, spielerische machen und auch sich zurückhalten. Ist auch eine schöne Dynamik. Genau. Ich denke, damit sind so die wichtigsten Sachen gesagt. Ich will gerne bei zukünftigen Dingen, die hier passieren, bei zukünftigen Lays und Sex, immer so kleine Stories machen, die dir auch weiterhelfen. Eine weitere Story ist schon in Bearbeitung, die ist in Palma passiert, auch mit SMS und so weiter. Die siehst du, jetzt muss ich nachdenken, um nicht zu lügen, die siehst du, glaube ich, diesen Donnerstag oder diesen, ja, die siehst du diesen Donnerstag, richtig. Das siehst du jetzt hier am Montag, diesen Donnerstag siehst du die nächste Story, auch super interessant. Da war das nicht so, dass sie mich verführt hat. Da war das so, dass sie schon Interesse hatte, aber ich das Ganze noch in die richtige Richtung leiten musste. Und da ist auch was sehr, sehr Interessantes und Verrücktes passiert. Deswegen schalt unbedingt am Donnerstag wieder ein. Jetzt hätte ich gerne mal deine Meinung in den Kommentaren. Wie ist so deine Erfahrung mit Frauen, die dir Zeichen geben? Wie oft ist es dir passiert, dass Frauen dich angesprochen haben oder dir sehr deutlich gezeigt haben, dass sie Anziehung für dich empfinden, dass sie Interesse haben? Und wie hast du dann gehandelt? Wo sind vielleicht noch deine Probleme, was diese Thematik angeht? Schreib es in die Kommentare, darüber zu reflektieren, darüber zu schreiben, ist immer sinnvoll, immer hilfreich. Ab in die Kommentare und schön, dass du hier warst. Neben mir auf dem Fall kannst du den Channel abonnieren. Direkt unter mir kannst du, wie schon gesagt, dich für Coaching bei mir bewerben und unten in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir persönlich empfehle und das dich interessieren wird, wenn du auch dieses Video interessant fandest. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao.